Ja, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Webinar Continia Finance und die entsprechenden, ich muss einmal kurz hier noch was schieben, und die entsprechenden Themen, die damit verbunden sind. Mein Name ist Britta Siebgen und ich leite unser Customer Success. Das heißt, wir mit unserem Team betreuen Sie als Partner und versuchen, dass Sie unsere Lösung bestmöglich einführen können. Und ja, wir starten einfach mal direkt. Diejenigen, die noch relativ neu sind, für die ist vielleicht noch vorab wichtig, wie ist Continia Finance überhaupt entstanden? Wir hatten Continia OP Plus, Continia OP Plus, genau, und OP Plus hat sich aufgeteilt jetzt im Grunde in die Zahlungsthemen, die finden sich wieder in Continia Banking und die weiteren Module finden sich dann in Continia Finance wieder. Das heißt, wir setzen auf bewährte Leistung, wo viele auch darauf vertraut haben in der Vergangenheit. Und das sind die Module, die jetzt sozusagen in Continia Finance sich dann zusammengefunden haben, die auch aus OP Plus entsprechend entstanden sind. Wir haben einmal das Basismodul. Wir haben die Verbände, OP-geführte Sachkonten und so weiter. Ich will jetzt gar nicht alle vorlesen, Sie können selbst lesen. Aber wichtig ist dabei noch zu wissen, es gibt Module, die sich schon irgendwie auch nach Zahlungsthemen anhören. Das ist einmal das Thema mehrstufiges Konto oder auch Verbände. Da ist es tatsächlich so, dass wenn der Kunde Continia Banking einsetzt und er hat zusätzlich Continia Finance und hat das Modul Verbände zum Beispiel lizenziert, dann greifen die auch ineinander. Das heißt, dann kann ich im Zahlungsexport zum Beispiel einen Zahlungsvorschlag machen für einen Verband oder für einen Verbund, also Debitor und Kreditor und Verbund, wenn ich das Modul Verbände in Continia Finance ebenfalls einsetze. Das ist erstmal so der grundsätzliche Hintergrund. Ja, und wir starten einfach mal mit dem Basismodul. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann stellen Sie die bitte gerne in den Chat. Mein Kollege Tobias Grelert ist mit dabei. Herr Radloff ist auch noch mit dabei. Und die beiden versuchen dann die Fragen im Chat schon zu beantworten, beziehungsweise wenn es sich anbietet, dann kann ich auch einen kurzen Break machen und wir gehen nochmal zwischendrin auf die Fragen ein oder wir machen das am Ende. Also stellen Sie dort gerne Ihre Fragen, die Sie haben, und dann versuchen wir, die im Rahmen dieses Webcasts zu beantworten. Wir starten mal mit dem Basismodul. Das Basismodul ist sozusagen nicht jetzt zwingend die Grundlage. Man hat es einfach. In dem Moment, wo man Continia Finance hat, ist das Basismodul mit dabei. Und in diesem Basismodul sind jetzt Dinge untergekommen, die Sie vielleicht auch, wenn Sie OP Plus kennen, die stellenweise in anderen Modulen dann versteckt waren. Wir haben zum Beispiel den Schnellerfassungscode mit drin. Der ist dafür da, wenn ich jetzt in einem Buchblatt als vielleicht nicht so geübter Finanzbuchhaltungsmitarbeiter etwas erfassen möchte, dann kann ich auf Schlagwörter zurückgreifen, als Beispiel Blumen. Und dann kann ich über die Schlagwörter einrichten, dass halt gebucht wird auf Geschenke und mit 7% Steuer etc. Das muss derjenige dann nicht wissen, der muss nur das richtige Schlagwort anlegen und dann wird die Buchblattzeile automatisch gefüllt. Dann haben wir noch das Thema Saldobestätigung mit drin. Das heißt, dass ich den Debitoren eine Saldo-Bestätigung zuschicken lassen kann, die sie dann beantworten und mir das Ganze bestätigen und gegebenenfalls an den Wirtschaftsprüfer zurücksenden oder an mich. Das ist ein bisschen neu von der Struktur. Der Inhalt ist sozusagen der gleiche wie in OP Plus, aber es ist von dem Einrichten etwas anders. Das zeige ich dann gleich. Dann haben wir das Thema Postenbemerkung mit in dem Basismodul. Die Mehrwertsteuerschlüsselcodes, das ist, kennen Sie vielleicht auch aus der DATEV, dass ich also die Möglichkeit habe, einen Schlüssel anzugeben, wie eine 50, und im Hintergrund werden dann die Buchungsgruppen gefüllt. Und ich muss als Anwender mich nicht so doll umstellen, wenn ich von der DATEV komme und mit Business Central arbeite. Dann haben wir den Bereich der CSV-Ports. Da gehe ich gleich nochmal insbesondere drauf ein. Und wir haben den erweiterten Postenausgleich, den ich auch anschalten kann, wenn ich möchte. Da ist die Neuerung, dass der erweiterte Postenausgleich tatsächlich sich bezieht auf den Standardpostenausgleich. Also wir haben den Standardpostenausgleich insofern verändert, dass wir weitere Funktionalitäten mit reingenommen haben. Auch zum Beispiel die Möglichkeit haben, einen Verband oder Verbund dort auszugleichen.
Und ich kann auch noch weitere Dinge mit Skonto berücksichtigen. Da ist wichtig zu wissen, es gibt aktuell da keinen Bezug zu Continia Banking. Ich kann den also benutzen im Finance-Bereich, kann ihn aber noch nicht in Kombination benutzen mit Continia Banking, zum Beispiel mit dem Zahlungsabstimmungsbuchblatt. Das wird auch so in der Art und Weise nicht gehen. Wir werden aber in Continia Banking versuchen, viele Funktionalitäten daraus dann auch in dem Zahlungsabstimmungsbuch unterzubringen, weil das Zahlungsabstimmungsbuchblatt hat einen eigenen Ausgleich und nicht den Standardausgleich. Aber trotzdem kann ich das zum Beispiel für nachträgliche Dinge auf jeden Fall hier im Finance-Bereich benutzen. Dann noch mal kurz eingehend auf den Bereich CSV-Ports. Die CSV-Ports kennen einige von Ihnen auch aus OP+. Nun ist der größte Unterschied in Continia Finance dahingehend, dass wir nicht mehr die Möglichkeit haben, tatsächlich in einen Bankauszug zu importieren, weil wir halt nicht mehr im Bankauszug sind, sondern wir haben die Möglichkeit, mit den CSV-Ports tatsächlich, wie auch in der Vergangenheit, jede andere x-beliebige Tabelle zu befüllen. Also wir können die CSV-Ports benutzen, um zum Beispiel Stammdaten zu importieren oder irgendwelche Einrichtungsdaten wie Postleitzahlen. Fragen Sie sich vielleicht ja, warum kann ich auch mit Rapid Start machen, aber wir haben tatsächlich von den Consultants aus der Praxis gehört, die CSV-Ports sind so viel besser, so viel leichter einzurichten und von der Performance so viel besser als Rapid Start. Deswegen haben viele auch tatsächlich unter dem Aspekt OP+ erworben, damit sie bei der Neueinrichtung eines Mandanten auch die CSV-Ports verwenden können. Ein weiteres Feld, wo ich die CSV-Ports benutzen kann, ist, um Buchblätter zu befüllen. Also zum Beispiel den klassischen Lohndatenimport, wo ich Daten direkt in ein Buchblatt reinschieben kann. Und was eine Neuerung ist, im Gegensatz zu OP+, wir können tatsächlich jetzt auch im Buchblatt die Shortcut-Dimensionen verwenden. In OP+ konnten wir immer nur die globalen Dimensionen verwenden und mit Continia Finance können wir in den CSV-Ports jetzt auch die Shortcut-Dimensionen ebenfalls importieren. Ich zeige Ihnen das Ganze mal in der Anwendung. Ich habe hier ein Demo-Portal, also im Demo-Portal das Ganze aufgesetzt. Das können Sie jetzt auch schon tun. Wenn Sie das Continia-Demo-Portal benutzen, haben Sie dort schon die Möglichkeit, sich eine Umgebung aufzusetzen, wo Continia Finance enthalten ist. Es gibt da eine Sache zu beachten, und zwar, wenn Sie die Datenbank aufsetzen, dann haben Sie einen Konus-Mandanten. Und in dem Moment, wo Sie die Continia-Demo-Szenarien aufrufen, da komme ich gleich noch zu, und dort vielleicht eine Sache starten, kommt die Meldung, dass im Hintergrund ein weiterer Mandant angelegt wird. Und das ist dann dieser, das ist der Continia Finance Demo-Mandant. Und in dem Mandanten kann ich dann die ganzen Demo-Szenarien ausführen. Das ist eine super Geschichte, gerade für Consultants, die das präsentieren müssen. Und was noch wichtig ist, wir haben verschiedene Rollen. Ich habe jetzt hier tatsächlich eine spezielle Rolle, die so ein bisschen für das Demo-Szenario gedacht ist. Ich gehe hier einfach mal auf meine Einstellungen und zeige Ihnen mal die Rollen. Also wir haben hier den Continia Finance Manager. Das ist tatsächlich für einen Buchhalter gedacht, der nicht nur dann mit Continia Finance, sondern auch mit anderen Bereichen arbeitet im Bereich Finanzbuchhaltung. Dann haben wir hier dieses Demo-Szenario und noch andere Rollencenter. Und ich starte mal mit den Schnellerfassungscodes. Dazu rufe ich tatsächlich auch das Demo-Szenario auf. Und hier sehen Sie, das sind jetzt alle Demo-Szenarien, die wir aktuell anbieten für die verschiedenen Module. Und ich starte mal mit diesem Schnellerfassungscode. Und dann kann ich hier oben einfach Szenario ausführen sagen. Und das ist jetzt wirklich sehr praktisch, weil er mich mit einem Assistenten sozusagen durchführt. Ich kann jetzt hier mal sagen, weiter. Dann sagt er jetzt als erstes, willst du die Schnellerfassungscodes einmal anzeigen und dann kannst du auch gleich direkt das Buchblatt öffnen, um sie dann zu verwenden. Ich sage also erstmal anzeigen und dann sehe ich jetzt hier die verschiedenen Schnellerfassungscodes, die sich jetzt jemand überlegt hat in diesem Demo-Szenario, einzeilig oder mehrzeilig. Und dann sage ich nochmal schließen und gehe mal ins Buchblatt. Dann lande ich jetzt gleich direkt im Buchblatt und habe dann hier die Möglichkeit, über den Continia Finance Button dann diese Schnellerfassungscodes einzufügen. Dann sehe ich die, die ich halt manuell eingefügt habe.
bestätige das mit okay und dann sehen Sie, wird die Buchung übernommen, auch inklusive der Buchungsgruppen etc. Und ich muss nur noch den Betrag eintragen. Der Betrag stand hier schon drin, deswegen ist er jetzt hier, aber den müsste ich tatsächlich natürlich immer erfassen. Also eine super hilfreiche Geschichte für Anwender, die nicht so firm sind in der Buchhaltung oder vielleicht, weil ich mir auch ein bisschen Arbeit erleichtern will und ich weiß, ich habe mehrzeilige Buchungssätze, kann ich dann einfach einfügen. Gut, dann zeige ich Ihnen als nächstes mal den erweiterten Postenausgleich. Und zwar benutze ich dafür mal das Demo-Szenario für den Verbund. Da gehen wir mal hier rein. Denn der erzeugt mir jetzt tatsächlich einen Debitoren-Kreditoren-Verbund. Den kann ich Ihnen mal zeigen, wie der aussieht. Das kennen Sie aber auch schon. Da sehen Sie dann halt, okay, ich habe den Debitoren mit den Kreditoren verbunden. Momentan habe ich noch keinen Saldo. Das werde ich aber gleich mal ändern, indem ich dann nämlich jetzt sage, ich möchte buchen. Dann sehen Sie, schreibt mir dieses Demo-Szenario jetzt hier Buchungssätze für die verschiedenen Debitoren und Kreditoren rein. Ich buche das Ganze. Und dann bin ich soweit fertig. Und jetzt, um den erweiterten Postenausgleich zu zeigen, bin ich jetzt halt im FIBO-Buchblatt drin. Ach so, warten Sie. Ich zeige Ihnen noch einmal kurz, wo ich überhaupt einschalte, dass ich den benutzen möchte. Dazu gehen wir mal raus und gehen einmal in die Einrichtung. Und hier sehen Sie jetzt, das ist die Continia Finance Einrichtung und hier kann ich dann im erweiterten Ausgleich verschiedene Dinge festlegen. Also zum Beispiel, dass ich ihn grundsätzlich überhaupt verwenden möchte, möchte ich die erweiterte Skontobehandlung und so weiter. Das sind dann alles Dinge, die ich hier festlege, aber mir reicht jetzt erstmal nur, dass ich grundsätzlich den erweiterten Ausgleich benutzen möchte. Dann gehe ich jetzt ins FIBO-Buchblatt und erfasse mal für den Kreditoren 90.005 eine Zahlung und zwar über 1.000 Euro. Das Ganze soll gegen Kasse laufen. Und jetzt gehe ich in den Postenausgleich. So, da habe ich jetzt meine drei Rechnungen meines Kreditoren. Bei denen jetzt sehe ich gerade, dass hier irgendwas nicht stimmt. Profi-Effekt. Warten Sie, ich muss einmal noch mal kurz was prüfen. Weil eigentlich hätte er mir schon anbieten müssen, dass ich auch... Er hat noch gar nicht gebucht. Okay. Das ist nicht gut. Da hat er gebucht. Na gut, dann nehmen wir den. Dann gehen wir noch mal ins Buchblatt. Ja, das ist schade, weil eigentlich ist hier noch ein Button, dass ich dann den anderen Bereich auch ausgleichen kann. Ich kriege es jetzt leider nicht hin, tut mir leid, bevor ich mich jetzt hier lange aufhalte. Also die Idee, kann ich aber trotzdem kurz fernmündlich sagen, ist, ich gehe in den Postenausgleich. Wenn derjenige mit einem Verbund verknüpft ist, habe ich hier noch einen weiteren Button. Da kann ich dann den entsprechenden Debitoren-Postenausgleich öffnen. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Dann habe ich da die Möglichkeit, ebenfalls die Posten auszugleichen. Hier gleiche ich meine Posten aus, schließe das Fenster mit OK und dann wird die Buchung automatisch gesplittet. Das heißt, dann habe ich eine Zeile mit Debitoren, eine Zeile mit Kreditoren und kann sauber dann einen Verbundausgleich buchen. Und das Gleiche würde dann auch gelten für den Verband. Da hätte ich natürlich mehrere Zeilen auf Kreditorenebene. Gut, müssen wir jetzt leider, müssen Sie mir vertrauen, dass es so ist. Also es funktioniert auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir als nächstes zum Thema der Saldenbestätigung. Da nutze ich auch wieder unser Demo-Tool und gehe mal hier in die Saldenbestätigung. Sage, ich möchte das Szenario ausführen. Und lass erstmal die Saldo-Bestätigungscodes anzeigen. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben, wie Sie sich vielleicht erinnern können,
in OP Plus die Mahnmethoden dafür verwendet und haben da dann die Vor- und Nachtexte entsprechend erfasst. Und das haben wir jetzt davon abgekoppelt und haben jetzt einen eigenen Bereich, wo wir die Saldo-Bestätigungscodes einrichten können. Sie können dann hier gleich entscheiden, welche Seiten Sie drucken wollen. Also das ist dann das Anschreiben an den Debitoren. Das wäre das Rücksendeschreiben, was zum Beispiel an mich oder meinen Wirtschaftsprüfer geschickt wird und gegebenenfalls noch die dritte Seite, die Posten sozusagen auflistet. Beim Rücksendeschreiben kann ich dann hier auch schon gleich entscheiden, will ich das direkt an den Wirtschaftsprüfer schicken oder an die Firmendaten, kann hier Sprachcodes hinterlegen, kann benutzerdefinierte Layouts natürlich auch verwenden und habe dann hierüber die Möglichkeit, die Texte zu erfassen für die verschiedenen Blätter, die wir erzeugen, Deckblatt, Rücksendeschreiben und die Liste. Und dann haben wir hier jeweils die Vor- und Nachtexte. Das können wir schließen. Dann schauen wir mal, was er uns jetzt hier an Rechnungen bucht. Und dann lassen wir mal das Ganze drucken. Und diesen Saldo-Bestätigungscode können Sie aufrufen, natürlich auch über die Suche, aber auch auf der Debitorenkarte haben Sie dann einen Button Continia Finance und dort können Sie den auch direkt aufrufen. Und hier habe ich ihn jetzt direkt gestartet. Jetzt kann ich hier meinen Bestätigungscode auswählen. Ich kann meinen Stichtag mitgeben, kann noch entscheiden, was ich mit angedruckt haben möchte. Wenn ich Verbände habe, kann ich das auch als Verbandsdruck dann zusätzlich noch mit auslösen und kann dann hier entscheiden, was ich jetzt wirklich noch an Belegen drucken will. Meine Einstellung hat er übernommen, wie Sie sehen. Und dann gehe ich mal in die Vorschau und jetzt wird mir die Saldo-Bestätigung entsprechend generiert. Das ist meine erste Seite. Dann habe ich das Rücksendeschreiben. Und habe dann hier noch die Auflistung der einzelnen Posten. Gut. Und dann schauen wir noch mal als letztes in die CSV-Ports. Da hat mir Herr Schröder dankenswerterweise einen eingerichtet. Und das ist jetzt ein CSV-Port, der zum Beispiel direkt ein Buchblatt befüllt. Das heißt, in dem CSV-Port lege ich wieder fest, welche Tabelle will ich überhaupt befüllen. In meinem Fall ist es die 81. Hier kann ich sagen, welcher Zeichensatz etc., Trennzeichen und so weiter. Hier unten kommen die Felder, die ich dann befüllen möchte. Da können Sie auch, wie Sie das schon kennen, hier mit Formeln arbeiten, mit irgendwelchen Fixtexten. Sie können das Datum umwandeln und so weiter und so fort. Und hier unten können Sie dann noch weitere Einrichtungen machen, was beim Import beachtet werden soll. Soll eine Zeile abgeschnitten werden oder Sonstiges? Und dann machen wir von hier aus direkt mal den Import. Da habe ich die Datei. Nein, das ist die falsche, sehe ich gerade. Oh Gott, ist es jetzt die richtige? Warten Sie. Das ist nämlich nicht die richtige. Das ist die richtige. Und dann sehen Sie, füllt er mir mein Buchblatt mit meinen Lohndaten. Alles, was ich dann vom Steuerberater bekomme, kann ich dann hier entsprechend einlesen. Gut. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Denn jetzt kommt das Spannende, ein kleiner Trommelwirbel, nämlich diese bewährte Leistung und all das, was Sie gerade gesehen haben, bekommen Sie tatsächlich als Geschenk. Denn das Basismodul ist kostenlos. Das heißt, in dem Moment, wo der Kunde das Continia Finance installiert, hat er das Basismodul mit drin. Also lizenziert auch, hatte das Basismodul mit drin und muss dafür nichts bezahlen und kann dann zusätzlich noch die anderen natürlich auch sehr bewährten Module mit dazu nehmen. Die sind dann allerdings kostenpflichtig und das wären dann die weiteren Module, hatte ich eben schon mal aufgeführt. Da gehe ich jetzt noch mal ein bisschen drauf ein, weil einige von Ihnen tatsächlich die Module ja vielleicht noch gar nicht kennen aus OP Plus. Aber das sind dann die Module, die dann zusätzlich lizenziert werden können. Jedes Modul auch wieder einzeln für sich, wie man das schon kennt aus OP Plus Zeiten. Das heißt, ich könnte auch sagen, ich benutze nur die erweiterte Anlagenbuchhaltung und die anderen Module brauche ich nicht oder nur die OP-geführten Sachkonten oder was auch immer. Was beinhalten jetzt die einzelnen Module?
Wir starten mal mit den Verbänden. Die Verbände sind dafür da, dass ich A sagen kann, ich fasse mehrere Debitoren zusammen zu einem Verband oder mehrere Kreditoren fasse ich zusammen zu einem Verband. Das ist der eine Part. Und der andere Part ist, dass ich einen Debitoren mit einem Kreditoren verknüpfen kann. Das ist der sogenannte Verbund. Wie gesagt, auch mit Kombination von Continuous Banking dann auch als Berücksichtigung beim Zahlungsexport. Der Vorteil, wenn ich die dann verknüpfe, ist, dass ich dann halt sehen kann, auch in bestimmten Fenstern, dass jetzt tatsächlich nicht nur der Debitor offene Posten hat, sondern auch der ganze Verband offene Posten hat. Ich habe die Möglichkeit, tatsächlich diese auch in einem Step miteinander auszugleichen. Hat jetzt leider bei mir eben nicht geklappt, aber im Normalfall habe ich die Möglichkeit, einen Verbundausgleich zu machen oder einen Verbandausgleich über das Buchblatt. Dadurch, dass wir den Standardausgleich angepasst haben, kann ich das aus jedem gängigen Buchblatt, wo ich auf den Postenausgleich zugreife, auch entsprechend benutzen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir offene Posten sehen können in entsprechenden Pages und Übersichten. Wir haben beim Verband die Möglichkeit, ein Kreditlimit einzustellen. Ich kann tatsächlich sagen, soll das Kreditlimit geprüft werden und dann auch die Höhe des Kreditlimits geprüft werden, sodass also nicht nur der einzelne Debitor betrachtet wird, sondern der ganze Verband. Und ich habe die Möglichkeit, dass ich auch für einen Verband die Saldenbestätigung erstellen kann und auch den Mahnungsbericht haben wir angepasst, sodass es möglich ist, auch Mahnung für Verbände zu machen und auch da entsprechend noch mit Verbund. Das schauen wir uns dann auch mal an. Dazu gehen wir mal wieder in die Demo-Szenarien und erzeugen einen Verband. So, dann lasse ich erstmal den Verband anzeigen. Das ist jetzt hier, habe ich jetzt mehrere Verbände, zwei für Debitoren und zwei für Kreditoren. Es bietet sich an, tatsächlich als Nummer keine Nummer zu verwenden. Ich könnte das über eine Nummernserie steuern, aber es ist immer besser, so einen passenden, eine passende Nummer, also eine alphanumerische Nummer wie Metro zu verwenden. Und wenn ich jetzt hier mal raufgehe, dann öffnet sich die Verbandskarte. Da hinterlege ich dann halt auch die Hauptkontonummer. Also wer ist der Hauptansprechpartner? Das brauche ich zum Beispiel auch nachher für den Zahlungsexport bezüglich der Bankverbindung. Hier habe ich die Kreditlimit-Geschichten und hier kann ich dann die entsprechenden Konten auswählen. Erstmal kann ich mal gucken, welche gehören dazu. Das ist jetzt meine Kontenübersicht. Und wenn ich dann neue hinzufügen möchte, dann mache ich das über die Kontenauswahl. Also diese vier Debitoren gehören jetzt aktuell zu diesem Verband. Und wenn ich neue hinzufügen möchte, dann geht so ein Auswahlfenster auf und dann kann ich jetzt hier entsprechend filtern und neue hinzuholen. Hier sehen Sie auch, dass wir diese Standardansichten, wie zum Beispiel die Debitorenkarte oder Debitorenübersicht angepasst haben. Wir haben die Adresse mit reingenommen. Wir haben hier gleich erkenntlich gemacht, gehört dazu einem Verband oder ist er mit irgendeinem Kreditoren verbunden. So, dann gehe ich mal von der Kontenübersicht hier in diesen 60.000er, der ja zu diesem Verband gehört, und tauche da mal in die Posten ab. Die Demo-Portale sind leider immer nicht die schnellsten. Oh, sehen Sie, ich habe es vergessen. Ich muss noch buchen. Müssen wir nochmal zurück, weil wir haben ja noch gar nicht gebucht. Das machen wir nochmal. Dann sieht man hier, könnten wir jetzt aus dem Demo-Szenario auch Listen erstellen und Ausgleiche und so weiter. Das will ich aber jetzt gar nicht so tief, möchte ich gar nicht reingehen. Ich beende das mal und gehe nochmal in den Debitoren, der zu dem Verband gehörte, 60.000. Ist auch nochmal ganz interessant, weil wir die Continia-Felder jetzt tatsächlich in einem Continia-Reiter haben. Wenn ich jetzt also hier mal die Debitorenkarte öffne, dann sehen Sie, haben wir hier unten jetzt neu so ein Continua Finance Reiter und da tauchen dann jetzt die Module auf. Natürlich je nachdem, was lizenziert ist und in meinem Fall sehe ich dann jetzt hier zum Beispiel auch direkt, dass er zu einem Verband gehört und hier könnte ich auch Saldenbestätigung hinterlegen etc. Dann gehen wir hier mal in den Saldo.
Und jetzt können wir von hier aus über Continia Finance dann noch ein weiteres Fenster öffnen. Und in diesem Fenster würde ich jetzt zum Beispiel sehen, okay, das sind die offenen Posten meines Debitoren. Und hier unten sehe ich dann noch, dass er zu einem Verband gehört. Und da würde ich dann noch die entsprechenden Verbandsposten sehen. Also so haben wir dann versucht, die Sachen anzupassen. Wir haben also keine spezifischen Pages mehr, die man gesondert aufrufen muss, sondern so, man kommt immer über den Standardweg dann auch in die Continia Pages rein. Gut, das soll es soweit gewesen sein zum Thema Verband und Verbund. Dann machen wir mal weiter mit der erweiterten Anlagenbuchhaltung. Die erweiterte Anlagenbuchhaltung setzt auf dem Standard, also sprich auf der Standardanlagenbuchhaltung, die ist die Grundlage tatsächlich dafür. Und wir haben in der erweiterten Anlagenbuchhaltung Dinge realisiert, die sich Partner vor Jahren dann irgendwann mal gewünscht haben, beziehungsweise die größte Liste kam von Microsoft, weil die wussten, wo der Schuh drückt bei den Partnern. Und unter anderem haben wir realisiert, dass wir die Möglichkeit haben, wenn wir mit mehreren AFA-Büchern arbeiten, dass die Anschaffungskosten direkt gebucht werden für beide oder mehr AFA-Bücher und ich nicht erst ein Buchblatt befülle, wo ich reingehen muss und so weiter, sondern der ganze Prozess ist da deutlich verschlankt und vereinfacht. Auch für Abgänge ist das mit berücksichtigt. Dann haben wir das Thema Skonto-Korrekturen, ganz wichtig. Wenn ich eine Rechnung, in der ein Anlagengut drin war, bezahle und ich ziehe Skonto ab, dann müssen die Anschaffungskosten reduziert werden. Das passiert automatisch, wenn ich das entsprechend einstelle. Wir haben die Möglichkeit, Anlagenvorlagen zu verwenden, dass ich also verschiedenste Vorlagen definieren kann mit der Abschreibung, mit den entsprechenden Klassifizierungsmerkmalen und so weiter, dann kann auch ein Anwender, der nicht so viel von Anlagenbuchhaltung versteht, so eine Anlage neu anlegen, zum Beispiel aus einem Einkaufsbeleg. Dann haben wir eine Mengenverwaltung. Wenn ich also jetzt einen Schulungsraum einrichte und ich habe in diesem Schulungsraum jetzt 12 Stühle, 12 Tische und so weiter stehen, dann müsste ich im Standard für jeden Stuhl eine einzelne Anlage anlegen. Müssen Sie mit der Continia Finance Anlagenbuchhaltung nicht mehr, weil ich sagen kann, bei der Anschaffung, das ist Stuhl und das ist die Menge von 12. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, die Mengen einzeln wieder runter zu buchen. Also wenn ein Stuhl kaputt gegangen ist, kann ich eine Teilabgangsbuchung machen. Das ist der nächste Punkt. Und kann sagen, ich möchte einen Stuhl abgehen lassen. Und dann reduziert sich die Menge dort entsprechend auf 11. Und mein einen Stuhl, der wird neu gebucht und den lasse ich dann abgehen. Da haben wir auch nochmal eine Unterscheidung zwischen Verschrottung und Verkauf. Und kann dann in einem vereinfachten Abgangsprozess dann diesen Stuhl verschrotten. Und als letztes natürlich eine detaillierte Berichterstattung. Das heißt, wir haben, glaube ich, 6 zusätzliche Berichte, die auch alle aus der Praxis kommen, wo Anwender einfach gesagt haben, ich brauche den Bericht, der Anlagenspiegel ist grafisch nicht gut aufbereitet oder ich brauche eine Anlagenvorschau, die tabellarisch aufbereitet ist. Und all diese Dinge haben wir dann in diesen Berichten gelöst. Auch hier schauen wir mal in die Anwendung. Und ich zeige auch hier Ihnen mal wieder das Demo-Szenario und zwar bezüglich dieser Mengenverwaltung. Und gehe mal hier rein. Sie sehen, wir haben hier für die Anlagenbuchhaltung haben wir 2 Bereiche. Wir haben einmal die Anlagenvorlagen, die man damit zeigen könnte, und die Geschichte mit den Mengen. Das starte ich einfach mal. So, als erstes lasse ich einmal diese Vorlagen anzeigen. Dann sehen Sie mal, wie so eine Anlagenvorlage aussieht. In dem Fall ist es jetzt für mobile Telefone. Die sieht dann so aus, dass ich jetzt hier die Möglichkeit habe, eine Nummernserie zu hinterlegen, Suchbegriffe, Dimensionen, wenn ich möchte. Hier kann ich mein AFA-Buch oder meine AFA-Bücher hinterlegen mit den Abschreibungsmethoden. Hier unten haben wir noch die Klassifizierung. Und wir haben bei Continia Finance, jetzt habe ich es zugeklappt, die Möglichkeit zu sagen, das ist eine Anlage, die bestandsgeführt ist. Bestandsgeführt heißt jetzt tatsächlich, ich kann einmal den Bestand raufbuchen, wenn ich die Anlage anschaffe, und dann kann ich ab da runterbuchen. Was nicht geht, ist, dass ich immer regelmäßig noch mehr raufbuche und wieder runterbuche. Das mache ich einmal und ich kann dann jederzeit sukzessive Abgangsbuchungen machen, aber keine weiteren Zugangsbuchungen. In meinem Fall wollen wir jetzt mal ein paar Telefone anschaffen. Das heißt, ich gehe nochmal zurück
und sage jetzt, ich möchte buchen. Jetzt wird über die Anlagenvorlage eine neue Anlage angelegt im Hintergrund. Und er bietet mir jetzt hier über das Demo-Szenario eine Einkaufsrechnung an. Hier sehen Sie, wurde die entsprechende Anlage dann angelegt über die Vorlage. Hier hat das Demo-Szenario schon eingetragen, Menge 6, Betrag etc. Okay, das buche ich dann mal. Und danach schauen wir uns die Anlage mal an. Wir berücksichtigen die Mengen dann auch in den Posten. Ich beende das mal hier. Oder nee, wir können mal in die Anlage reingehen. Oh, jetzt hat er sich aufgehängt. Wir berücksichtigen die Menge in den Posten. Das heißt, wenn ich hier mal auf die AFA-Bücher gehe, dann sieht man das hier einmal. Ich habe hier die Menge von 6. Und wenn ich mal abtauche, dann sieht man auch, dass wir hier dann entsprechend die 6 aufführen. Und dann kann ich die Teilabgänge machen. Für die Teilabgänge haben wir dann hier auch eine Funktionalität, wieder über Continia Finance, Anlagen, Teilabgang buchen. Und dann würde ich jetzt antragen, okay, wohin möchte ich das umbuchen? Dann legt er im Hintergrund eine neue Anlage an, macht die ganze Umbuchung und kann dann auch unterscheiden hier zwischen Verkauf und Verschrottung. Wichtig ist zu wissen bei den Mengen, wenn ich mit Seriennummern arbeite, dann kann ich das tatsächlich nicht benutzen. Also wenn ich jetzt Autos zum Beispiel anschaffe, sollte man das nicht mit Mengen machen, sondern da würde man tatsächlich dann verschiedene Anlagen verwenden, weil die Seriennummer ist nur eine Kopfinformation, die wird nicht mehr in die Posten reingeschrieben. Aber auch dafür haben wir eine Vereinfachung geschaffen über diese Anlagenvorlagen, weil ich auch in einer Einkaufsrechnung sagen kann, benutze eine Vorlage Auto und dann sage ich, ich brauche 6 Stück mit verschiedenen Seriennummern und dann legt er im Hintergrund halt 6 neue Anlagen an und trägt die Seriennummer gleich entsprechend ein. Gut, dann können wir das Ganze auch beenden und gehen zurück und schauen uns als nächstes die OP-führenden Sachkonten an. Da gibt es jetzt nicht viel zu zeigen, weil das ist tatsächlich so, wie man das aus OP Plus kennt und wie man es auch im Grunde aus Debitoren und Kreditoren kennt. Also die Idee, die dahinter steht, ist, dass ich sage, ich habe bestimmte Konten, da gehen Posten rein und gehen auch wieder runter. Klassischer Fall ist durchlaufende Posten, Geldtransit, aktive, passive Rechnungsabgrenzung. Und da ist es dann sehr mühselig, wenn ich manuell abgleichen muss, welche Posten sind denn jetzt runtergegangen und so weiter. Und dafür kann ich ein Konto dann auf OP geführt schalten. Man kann vorher in der Einrichtung sagen, will ich das auch machen, wenn der Saldo nicht null ist? Das würde dazu führen, dass alle Posten tatsächlich auf OP geführt dann gesetzt sind, würde ich von abraten. Ich würde dann lieber die paar Posten wegbuchen auf ein anderes Konto, das Konto auf OP geführt schlüsseln und dann diese Posten wieder einzeln einbuchen. Und die Idee ist dann, dass in dem Moment, wo ich auf diesem Konto, was OP geführt ist, einen Buchungssatz absetze, wird der als offener Posten gekennzeichnet und im Hintergrund werden detaillierte Sachposten gebildet. Ist genau die gleiche Logik wie bei Debitoren und Kreditoren. Und ich kann dann diese Posten wieder schließen, auch über die Buchblätter kann ich sie schließen. Ich kann einen nachträglichen Postenausgleich machen. Dafür haben wir auch noch ein Fenster, was dann da tatsächlich schicker ist, als man das im Standard machen kann. Und kann dann diese Posten ausgleichen. Und wir haben, das ist hier der letzte Punkt, auch die Möglichkeit, eine rückwirkende OP-Liste zu machen. Wenn ich also Jahresabschluss machen möchte und ich muss noch mal wissen, was am 31.12. offen war, kann ich das auch in einer entsprechenden Liste mit ausdrucken. Außerdem ist in dem Modul noch mit drin ein Report für den automatischen Ausgleich von offenen Posten. Der ist allerdings nur dafür gedacht, wenn ich mit dem Sollkostenverfahren buche. Das heißt, wenn ich in der Lagereinrichtung sage, ich möchte Sollkosten buchen, dann werden ja in dem Moment, wo ich eine Lieferung buche, schon auf einem Interimskonto Buchungen erzeugt. Und wenn dann die Rechnung tatsächlich fakturiert wird, wird von dem Interimskonto wieder runtergebucht und auf das echte Konto gebucht. Und dann kann ich diese Interimskonten als OP geführt einstellen und habe dann über einen Report die Möglichkeit, die Posten nachträglich auszugleichen. Da kann ich dann sagen, über Wertposten oder über Belegnummern, da kann ich verschiedene Einstellungen machen und kann die Posten dann schließen und sehe auf diesem Interimskonto dann immer, was ist wirklich noch offen, also nur geliefert, noch nicht fakturiert. Das sind die Dinge zu den OP-geführten Sachkonten.
Dann kommen wir als nächstes zu der Ratenzahlung. Bei der Ratenzahlung geht es darum, dass wir mit Continia Finance die Raten aufsplitten. Und das kann ich machen, wenn der Posten bereits gebucht ist. Das ist so ein klassischer Anwendungsfall. Ich habe eine Mahnung rausgeschickt und der Debitor ruft mich an und sagt, oh, also 100.000 Euro ist momentan ganz schwierig. Können wir das nicht in verschiedene Raten aufteilen? Dann können wir aus dem Posten heraus den Betrag aufsplitten lassen auf verschiedene Raten. Das Buchungsdatum bleibt gleich, nur die Fälligkeit ist dann jeweils unterschiedlich. Der Originalposten wird dann geschlossen durch eine Gegenbuchung und es werden neue Debitorenposten erzeugt mit den unterschiedlichen Fälligkeitsdaten. Man kann diese Aufteilung manuell vornehmen, weil er vielleicht sagt, ja, bei der ersten Rate kann ich noch mehr zahlen als bei den anderen beiden. Oder ich benutze eine Vorlage, dann wird auf Grundlage der Vorlage diese Raten gebildet und entsprechend gebucht. Diese Vorlagen kann man tatsächlich auch direkt im Stammdatensatz hinterlegen. Also wenn ich mit einem Debitor vereinbart habe, der kriegt immer Ratenzahlung, dann hinterlege ich diese Ratenzahlungsvorlage bei dem Debitoren und die wird dann übertragen mit in die Rechnung. Und in dem Moment, wo ich eine Rechnung buche, findet automatisch die Aufteilung in Raten statt. Kann ich auch machen. Ich kann in den Posten dann entscheiden, will ich nur die Ratenzahlungsposten sehen oder tatsächlich auch noch die anderen beiden, nämlich die Einbuchung und Gegenbuchung, die dazugehören. Und ich habe die Möglichkeit, die Ratenzahlung auch einfach zu stornieren, weil der Debitor vielleicht anruft und sagt, oh, jetzt ist wieder alles super. Ich kann alles in einem Step bezahlen, dann kann ich die Ratenzahlung auch entsprechend wieder stornieren. Ja, als nächstes kommen wir zu den erweiterten Finanzberichten. Da ist auch eine Neuerung drin, und zwar diejenigen, die OP Plus kennen, wissen vielleicht, wir hatten in OP Plus zwei Module. Wir hatten einmal Postenanzeige und Druck. Da war sowas drin wie OP-Listen, bessere Ansichten in den OPs, Postenbemerkungen und so weiter. Und wir hatten die erweiterte Analyse oder viele auch kennen das unter Bilanz- und Umsatzsteuer. Und diese beiden Module haben wir jetzt zusammengeführt zu einem Modul. Und das nennt sich erweiterte Finanzberichte. Ein Teil haben Sie ja gesehen, ist in dieses Basismodul, in das kostenlose gewandert. Und ein Teil ist dann halt zusammen mit dem anderen Modul in diesem neuen Modul gelandet. Was haben wir da alles drin? Wir haben einmal das Thema der Finanzberichte, ehemals Kontenschemata, die wir angepasst haben. Und zwar können Sie Finanzberichte auf Basis von Kontengruppen anlegen. Diese Kontengruppen können Sie frei definieren und können dann die Kontengruppen dem Finanzbericht zuordnen. Das heißt, Sie bauen einen Finanzbericht auf Basis dieser Kontengruppen auf und müssen dann den Sachkonten nur noch die Kontengruppen zuordnen. Und dann sind Sie automatisch im Finanzbericht drin. Das spart mir das Thema, dass ich immer prüfen muss, habe ich jetzt alle Konten und so weiter drin, weil in dem Moment, wo das Sachkonto einer Kontengruppe zugeordnet ist, ist es automatisch auch im Finanzbericht berücksichtigt. Dann haben wir in den Finanzberichten das Thema der Aktiv- und Passivanzeige. Also es gibt ja Konten, wie zum Beispiel das Bankkonto, das kippt, wenn es einen negativen Saldo hat, rüber auf die Passivseite. Und das kann der Standard leider nicht sauber darstellen. Der Standard kennt nur Saldo, ne, nach Saldo entscheiden, aber nicht tatsächlich nach dem entsprechenden Betrag, der vielleicht auf den Datumsfilter bezogen ist. Und wir können das Ganze auch noch auf Basis von Forderungen und Verbindlichkeiten, weil wir die dahinterliegenden Debitoren und Kreditoren auch noch betrachten. Dann haben wir zum Thema Finanzberichte auch die Möglichkeit, einen Kontennachweis zu drucken. Auch sehr hilfreich, weil ich vielleicht nicht nur die Zeile sehen möchte, sondern auch alle einzelnen Konten darunter. Und wir haben da auch nochmal eine Plausibilitätsprüfung drin für die Kunden, die doch das Konten oder die Finanzberichte auf Basis der Sachkonten machen und nicht auf Basis der Kontengruppen. Und wir haben im Spaltenlayout noch Anpassungen, dass ich zum Beispiel dynamisch den Monat anzeigen lassen kann und ich nicht da fix die Monatsnamen eintragen muss. Des Weiteren haben wir Summen- und Saldenlisten drin, bessere als im Standard natürlich und auch mit einem Excel-Export. Wir haben das Thema umsatzsteuerliche Organschaft da drin. Das heißt, ich kann, wenn ich mehrere Mandanten in einer Datenbank habe, eine Umsatzsteuerorganschaft generieren und im Zuge dessen auch einen Kontennachweis generieren. Den kann ich aber auch ohne die Organschaft erstellen. Sehr hilfreich, wenn ich die Umsatzsteuer vorher noch mal so ein bisschen abstimmen und prüfen möchte. Und wir haben das Thema Umkehr der Steuer. Also
Praxisfall wäre dafür, ich schicke eine Rechnung an einen Debitor, ich habe ihm etwas verkauft und er gibt mir was zurück, Pfand oder ich weiß nicht, Kupfer oder was auch immer. Und deswegen habe ich im Grunde eine Einkaufsposition auf einer Verkaufsrechnung. Das kann ich im Standard nicht sauber buchen, weil ich muss eine Vorsteuerbuchung machen und der Standard kann nur eine negative Umsatzsteuerbuchung machen. Und das kann ich dann auch darüber erschlagen, dass ich in der Mehrwertsteuerbuchungsmatrix dann ein Feld habe, da kann ich sagen, ich möchte drehen und dann wird das entsprechend sauber dargestellt. Dann schauen wir da auch mal in die Anwendung. Und gehen nochmal in das Demo-Szenario und machen jetzt was, was man natürlich nur in Demo-Mandanten macht. Es geht auch nur in Demo-Mandanten, weil wenn man diese Kippkonten-Funktionalität zeigen will, ist es ganz gut, wenn man nochmal ganz von vorne startet. Und dafür haben wir hier eine Funktionalität, die heißt Bewegungsdaten löschen. Und jetzt löscht er mir wirklich alles, was ich gebucht habe, aus diesem Mandanten wieder raus. Und ich kann neu starten. Dazu gehe ich hier mal in diesen Bereich, erweiterte Finanzberichte, Kippkonten ausweisen und führe das Szenario wieder aus. Zeige erstmal die Einrichtung. Das haben wir sehr gut gemacht, weil ich jetzt in einem Finanzbericht tatsächlich zeigen kann, so würde der Standard agieren. Das ist jetzt, sind jetzt hier die ersten Zeilen. Und so agiert Continia Finance. Ich habe den Bereich Aktiva, Passiva. Und das Besondere daran ist jetzt, dass wir hier hinten die Bilanzposition haben. Da können Sie also einmal entscheiden für das einzelne Konto oder für die ganze Gruppe. Also wenn das Ergebnis der Gruppe positiv ist, dann stelle es hier dar. Wenn das Ergebnis der Gruppe passiv ist, stelle es auf der anderen Seite dar. Und bei den Forderungen und Verbindlichkeiten habe ich dann noch die Möglichkeit zu sagen, bitte beziehe die Debitoren und Kreditoren mit ein. Das nennt sich dann Sammelkonten nach aktiver und passiver trennen. Und in dem Moment guckt er tatsächlich jeden einzelnen Debitor und Kreditor nochmal mit an und prüft, ist dann Gutschriftenüberhang, dann muss der rüberkippen auf die andere Seite. Dazu erzeugen wir auch mal Buchungen. Und gehen dann nochmal in den Bericht rein. Er macht mir jetzt hier eine Matrix auf und in der Matrix sollte man hier einmal auf Ja stellen. Da sieht man jetzt tatsächlich, so würde es der Standard machen. Bank ist jetzt hier mal ein gutes Beispiel. Ich starte mit minus 500, habe dann inzwischen drin 1000, bleibt 500 vom Ergebnis. Wenn ich das aber sauber nach aktiver und passiver trennen möchte, dann starte ich auf der Passivseite mit minus 500. Zwischendrin bin ich dann auf der Aktivseite und vom Endergebnis bin ich auch wieder auf der Aktivseite. Also eine entsprechend saubere Trennung. Bei Forderungen und Auslieferungen und Leistungen sieht man das hier auch nochmal. Wenn man möchte, wissen möchte, welche Debitoren und Kreditoren stecken denn dahinter, dann kann ich hier den Bericht mal erzeugen. Ich gehe hier mal auf Continia Finance, in den erweiterten Finanzbericht. Und in dem Finanzbericht, das ist jetzt der spezielle von Continia Finance, kann ich sagen, ich möchte gerne einen Kontennachweis generieren. Und möchte dazu einen Sammelkontennachweis mitbilden. Das heißt, dass er die Debitoren und Kreditoren auch nochmal zusätzlich ausweisen soll. Dann gehen wir hier mal in den Bericht. Und jetzt sieht man hier, dass das hier oben ist wieder der Standardbereich, aber hier bei Continia Finance, sozusagen Aktiva, steht hier, das sind meine Forderungen, Auslieferung und Leistung. Und dann sehe ich die einzelnen Debitoren aufgeführt. Da ich aber Debitoren auch habe mit Überhang, tauchen die dann hier unten auch stellenweise im Passivbereich auf. So kann ich dann auch wunderbar sehen, wie kommt es überhaupt zustande, dass ich da kippende Konten habe im Bereich der Forderungen oder Verbindlichkeiten. Gut, dann können wir das Ganze auch beenden. Ja, bevor ich jetzt zu dem Ausblick komme, was es dann vielleicht noch an Neuerungen gibt, Tobias, richte ich mal die Frage an dich. Gibt es irgendwie Fragen, die wir beantworten können? Ja, es gibt ein paar Fragen, die ich noch nicht beantwortet habe. Mhm. Ich habe sie mir einfach abfotografiert und ins Word reingepackt, damit sie auch nicht untergehen. Einmal gibt es die Frage, gibt es weiterhin die Tabelle Zahlungstransaktionen zur Ausgleichsfindung? Da war ich mir nicht ganz sicher. Ich hätte Nein gesagt, aber ich wollte lieber einmal fragen.
Ja, das hat ja auch tatsächlich jetzt gar nichts mit Finance zu tun, sondern das bezieht sich dann ja eher auf Continua Banking. Für diejenigen, die nicht wissen, was gemeint ist, die Zahlungstransaktion war eine Tabelle, die wir beim OP Plus Zahlungsimport mit berücksichtigt haben, wo ein Partner die Möglichkeit hatte, Daten aus dem Webshop zu integrieren, also die dort einzufügen, und dann wurden die beim Postenausgleich berücksichtigt. Das ist Stand heute tatsächlich noch nicht möglich, dass wir Zahlungstransaktionen berücksichtigen. Wir sind uns auch nicht sicher, ob das überhaupt in Zukunft noch notwendig ist, weil wir einen sogenannten PSP-Ausgleich machen, also für Partner-Provider. Das ist noch nicht Bestandteil, kommt aber noch in Continua Banking. Und damit wird man vermutlich leichter die ganzen Posten von den Zahlungsprovidern ausgleichen können. Und darum geht es ja meistens um die Zahlungsprovider. Von daher muss ich die Antwort erstmal geben, nein. Und wir schauen mal, was die Zukunft bringt. Dann gibt es die Frage, gibt es die Möglichkeit, im erweiterten Ausgleich Suche Ausgleich nach Excel, um alle Belegnummern einzugeben? Ja, die Möglichkeit gibt es im erweiterten Postenausgleich hier in Continua Finance, ja. Gut, die hatte ich nämlich und nicht wird gefunden. Und so, es wird so eine Möglichkeit auch noch geben in Banking, kann ich auch gleich dazu sagen. Das heißt, wenn ich in Continua Banking eine Zahlung, den Bankauszug in Zahlungsabstimmungsbuchblatt importiere und da habe ich auch ein AVI als CSV-Datei vorliegen, dann wird es in der Zukunft auch da die Möglichkeit geben, dass ich die Daten per Copy and Paste kopieren kann oder kopieren kann und dann per Paste einfügen kann in den Postenausgleich und die Anwendung da dann auch die Posten findet, so wie man es auch aus dem erweiterten Postenausgleich kennt aus OP Plus. Ja. Dann gibt es die Frage, gibt es die Aufteilung von Skonto nach Dimensionen noch? Da sage ich gleich was zu. Wunderbar. Dann gab es die Frage zur Anlagenbuchhaltung bei dem Teil mit den Mengen, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, ob dies dann nicht für GWGs funktioniert. Ja, ist jetzt die Frage, wie es gemeint ist. Also es gibt ja keine klassischen GWGs. Das kennt ja Business Central gar nicht. Und wenn ich das GWG einrichte als solches, ich mache es immer mit Start- und Enddatum dann identisch, dann könnte ich, denke ich, da auch mit Mengen arbeiten, aber es macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Also, weil woran will man jetzt erkennen, welches GWG welche Menge war? Und Sie können eh nur einmal eine Menge reinbuchen und nicht stetig danach wieder. Von daher würde ich denken, für GWGs macht es keinen Sinn. Für GWGs sollte ich tatsächlich nur betragsmäßig buchen ohne Mengen, um dann auch gegebenenfalls betragsmäßig einen Abgang zu machen, weil Sie gar nicht wissen, welches GWG ist jetzt welche Menge. Würde ich nicht machen. Dann eine Frage immer noch Anlagenbuchhaltung zum Teilabgang. Diese Umbuchung wird aber nicht als Umbuchung im Sinne des Anlagevermögens gekennzeichnet, oder? Das kannst du, glaube ich, besser beurteilen, Tobias. Da haben wir doch. Also, ich habe jetzt ehrlich gesagt in Finance noch keinen Teilabgang gebucht. Nee, aber deswegen, das ist das Gleiche wie in OP Plus. Aber das prüfen wir dann nochmal. Das prüfen wir nochmal und geben da nochmal eine Antwort. Ich denke, dass wir tatsächlich ja immer basierend sind auf dem Standard und dass die Umbuchung dann eigentlich auch für die Standardumbuchung sein müsste. Denn wir machen im Hintergrund nichts anderes. Wenn wir das Teilabgangsfenster haben und wir tragen dort ein, dass wir eine neue Anlage bilden wollen etc. Wir geben ja sogar eine Umbuchungsnummer etc. an und im Hintergrund passiert nichts anderes. Wir erzeugen eine neue Anlage. Wir schieben die Daten ins Umbuchungsblatt, vom Umbuchungsblatt ins normale Buchblatt und dort buchen wir sie. Deswegen würde ich denken, es muss das Gleiche sein. Wir haben den Buchungsprozess als solches nicht geändert. Aber vielleicht können Sie da nochmal ein Ticket zu aufmachen und da nochmal reinschreiben mit einem Beispiel, wo an welcher Stelle das vielleicht jetzt hakt. Gut, noch mehr? Dann gibt es, ja, ich habe noch ein paar. Ist einmal die Frage, gibt es eine Lösung für das Thema detaillierte Posten werden nicht gebildet? Das ist ja ein altes OP-Plus-Thema, was jetzt in Continua Finance dann nicht mehr so vorhanden sein sollte, wenn ich das richtig verstanden habe. Da ich jetzt nicht genau weiß, was mit der Frage gemeint ist, kann ich das nicht beantworten. Also es hat sich nichts Großartiges geändert. Also die detaillierten Posten werden genauso gebildet in Continua Finance wie in OP-Plus. Weiß ich jetzt nicht, wie die Frage gemeint ist. Vielleicht muss derjenige dann auch noch mal ein Ticket aufmachen, bitte dazu. Dann gibt es noch eine Frage zum OP-Ausgleich.
ob der auch in FW wie bei den Debitoren und Kreditoren stattfinden kann auf dem Sachkonto und nicht wie bisher nur in MW. Wenn damit gemeint ist, dass wir Fremdwährung auf Sachpostenebene buchen, also wir führen ja die Fremdwährung auf Sachpostenebene mit, aber nur informativ. Das kommt übrigens auch durch das Basismodul mit rein. Das wird aber nur informativ mitgeführt und es wird beim Postenausgleich nichts Explizites berücksichtigt, weil wir nur die informative sozusagen, also wir steuern ja nur die Informationen bei, wir machen aber keine Wechselkursregulierung etc. Von daher würde ich denken, das ist nicht das gleiche wie bei Debitoren und Kreditoren und da ist auch noch nichts in die Richtung angedacht. Dann gibt es noch eine Anfrage, ob es gegebenenfalls angedacht ist oder angedacht werden könnte, Anzahlungsbuchungen mit einzufügen. Also eine Anzahlungsbuchhaltung? Was in der Richtung wahrscheinlich ja, also in Bezug auf die Ratenzahlung kam die Frage, ist eine Art Anzahlungsbuchung mit Ratenzahlung möglich? Nein, ist nicht möglich, ist auch nicht angedacht. Da hatte ich nur geschrieben, soweit mir bekannt ist, das nicht geplant, deswegen habe ich mir gedacht, ich genau. Frage es einfach nochmal ganz. Weil Anzahlung ist einfach ein zu spezielles Thema und es gibt so viele Partner, die eigene Anzahlungslösungen haben, die halt passend sind für die Branche, in der sie jeweils tätig sind. Deswegen ist da auch gar nicht angedacht, dass wir was machen im Bereich der Anzahlungsbuchhaltung. Dann ist die Frage, wo findet sich Vorsteuerabzug zum Belegeingangsdatum? Da habe ich schon drauf geantwortet und gesagt, soweit ich richtig denke, müsste das in den erweiterten Finanzberichten genau. enthalten sein. Ja. Gut, da war ich mir noch nicht 100% sicher und habe gesagt, ich informiere mich nochmal. Aber ist so. Chance genutzt. So, das war es an Fragen, die gekommen sind. Ich gucke noch mal kurz. Eine Frage kam noch nachträglich. Gibt es die Möglichkeit, in der erweiterten Anlagenbuchhaltung auch Investitionszuschüsse, Förderung, Investitionsfreibeträge zu hinterlegen? Nein, gibt es nicht. Da ist die Empfehlung von uns, dass Sie das als negative Unteranlage machen. Also sprich, dass man für die Investitionszuschüsse eine weitere Anlage anlegt und die als Unteranlage deklariert, damit man weiß, dass sie halt zu der jeweiligen Anlage gehört. Dann müssen Sie noch einige Einstellungen vornehmen im Standard, damit Sie negative Anschaffungskosten buchen. Und dann könnten Sie tatsächlich die Investition als negative Anschaffungskosten buchen und dann die entsprechende AFA auch sozusagen als positiver Betrag dann buchen. Das ist die Empfehlung, die ich da nur aussprechen kann, ist aber rein bezogen auf den Standard in Anlagenbuchhaltung und hat tatsächlich in Continua Finance dann würde es keine Berücksichtigung finden, weil es meines Erachtens über den Standard zu lösen ist. Wir haben da also keine Sonderlösung für dieses Thema in Continua Finance. Ja, und eine Rückfrage gibt es noch zum CSV-Port. Was genau der Unterschied zwischen den CSV, also nicht sehr genau, aber was ist der Unterschied zwischen den CSV-Ports in Continua Banking und Finance? Der CSV-Port in Continua Finance ist tatsächlich vom Aufbau genauso, wie man ihn aus OP Plus kennt. Das heißt, ich habe, wie ich ja gezeigt habe, diese Kopfzeilenstruktur und kann dann tatsächlich auf Zeilenebene auch viel mehr Dinge noch machen. Also kann das Datum anders berechnen, kann irgendwelche Sachen rechts, links abschneiden, was auch immer. Also all die Möglichkeiten, die man hatte in OP Plus. Der CSV-Port in Continua Banking ist eine völlige Neuentwicklung. Hat sozusagen damit gar nichts zu tun. Deswegen ist es vom Aufbau auch komplett anders. Aber inhaltlich mache ich damit das Gleiche. Ich befülle mit dem CSV-Port eine Tabelle, nur die Tabelle ist fix vorgegeben in Banking, denn ich befülle die Tabelle des Zahlungsabstimmungsbuchblatts. Das heißt, ich kann immer nur ein Zahlungsabstimmungsbuchblatt mit dem CSV-Port einlesen. Deswegen ist er da auch nur gedacht für Zahlungsavise oder für Bankauszugsdateien, die aus anderen Ländern kommen, die halt kein klassisches CAMT-Format haben, sondern andere Formate. Es ist nur rein für das Zahlungsabstimmungsbuchblatt gedacht und nicht für jede Tabelle, so wie ich es in Continua Finance habe. So, zwei Fragen habe ich noch. Eine habe ich, glaube ich, vorhin übersehen gehabt. Ist es geplant, ein Leistungsdatum einzufügen, wie in den DATEV, die Vorsteuerfolgemonat bzw. Mehrwertsteuer umbuchen? Dafür ist ja eigentlich, also nee, also das Leistungsdatum ist ja klassischerweise das Buchungsdatum. Und um jetzt dieses Thema mit der Vorsteuer zu regeln, haben wir ja, wie du ja gerade selber gesagt hast, in dem Modul
erweiterte Finanzberichte die Möglichkeit zu sagen, ich buche mit dem Vorsteuer im Folgemonat. Und genau. Mit dieser Funktionalität könnte ich dann ja, wenn das Belegdatum vom Monat abweichend ist, tatsächlich die Vorsteuer in den nächsten Monat reinbuchen, aber das Leistungsdatum, also sprich der eigentliche Aufwand, bleibt bestehen. Das müsste damit eigentlich gelöst werden können. Ja, und dann noch zu den erweiterten Finanzberichten und den KIP-Konten wird dort dieselbe Logik verfolgt wie in OP Plus, also die KIP-Konten, Debitoren, Kreditoren, die Sammelkonten. Ja, genau die gleiche. Genau die gleiche Logik. Gut, und dann haben wir noch eine Frage zur Migrationshilfe von CSV-Ports im Banking. Ob da etwas zur Verfügung gestellt wird, das werde ich mal mitnehmen einfach. Ja. Als offene Frage. Okay, das war es erstmal von deiner das Seite. Das war's jetzt, ja. Gut, dann komme ich als letztes noch zu einem kleinen Ausblick, was wir als nächstes planen. Und damit ist auch schon die eine Frage aufgeführt, die gerade kam, nämlich Skonto auf Ursprungsdimensionen. Die Idee, die dahinter steht für diejenigen, die OP Plus nicht kennen, ist, wenn eine Rechnung mit Skonto bezahlt wird und in der Rechnung waren vielleicht verschiedene Dimensionen in den Zeilen oder ich habe auch verschiedene Rechnungen, die mit verschiedenen Dimensionen bezahlt werden, dann kann der Skontobetrag auf diese Ursprungsdimension aufgeteilt werden. Das ist eine Funktionalität, die noch kommen wird, die aber noch nicht enthalten ist in Continua Finance, ist aber für eins der nächsten Releases geplant. Und hier gilt auch der normale Release-Zyklus, wie Sie ihn aus den anderen Continua-Produkten kennen. Also das nächste Release wäre dann das Frühjahrsrelease in 2025. Dann haben wir das Modul Factoring, was ebenfalls Bestandteil sein wird von Continua Finance. Das kommt wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher. Das ist ja ein Modul, was es noch gar nicht so lange in OP Plus gibt. Das soll aber natürlich auch mit in Continua Finance Berücksichtigung finden, dass ich also die Möglichkeit habe, für Forderungen, die ich an einen Factorer verkaufe, die entsprechend einfach zusammenzustellen und in einer Datei dann zu melden. Dann werden die Demo-Szenarien noch weiter erweitert. Ich hoffe, dass ich Sie auch heute dafür begeistern konnte, wie einfach es dann ist, die Daten zu präsentieren. Dann haben wir die Variante, dass wir auch für die Organschaft eine Intrastadtmeldung generieren wollen. Es gab es ja mal ganz früher die Möglichkeit, dass auch für Intrastadt Organschaften gemeldet werden können. Dann wurde es wieder abgeschafft, jetzt ist es anscheinend wieder. Von daher haben wir das uns auch mit auf die Fahne geschrieben, dass wir das umsetzen. Und wir haben im Modul Ratenzahlung noch relativ viel auch unter der Oberfläche gemacht und unter anderem jetzt auch die Möglichkeit, dass ich Ratenzahlungsaufteilung auch direkt aus dem Buchblatt machen kann, weil das ging bisher nur aus den Belegen und das wird dann mit einem der zukünftigen Releases auch aus dem Buchblatt herausgehen. Gut, das war es von meiner Seite. Tobias, sind noch Fragen aufgetaucht in der Zwischenzeit? Es kam einmal die Bemerkung, soll BC25 im Standard ausführen? Da kam im Chat die Rückfrage auf Skonto auf Ursprungsdimension, aber da kam noch keine Rückmeldung zu. Okay, kann ich jetzt so und nicht sonst mit anfangen? Weiter gab es keine Fragen mehr. Alles klar, wunderbar. Ja, da bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bei weiteren Fragen eröffnen Sie gerne ein Ticket. Wir haben auch für Continua Finance eine eigene neue Gruppe. Also wir haben eine neue Gruppe für Banking, eine für Continua Finance und dann stellen Sie dort gerne Ihre Fragen und wir versuchen, die schnellstmöglich zu beantworten. Ach so, was noch wichtig ist, das habe ich noch vergessen zu sagen, es gibt für Continua Finance auch eine neue Dokumentation in unserem Continua Docs. Es wird auch zukünftig einen Continua Learn-Pfad geben. Das heißt, man hat dann auch irgendwann in Kürze die Möglichkeit, eine Zertifizierungsprüfung zu machen tatsächlich für Continua Finance. Und ja, Webinare werden wir weiterhin anbieten. Wir werden jetzt tatsächlich auch ab dem im letzten Quartal umswitchen und werden statt der OP Plus Webinare dann auf Continua Finance wechseln, weil die inhaltlich ja identisch sind sozusagen und YouTube wird es mit Sicherheit in Zukunft auch noch geben. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank an dich, Tobias, vielen Dank an Sebastian im Hintergrund und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen wundervollen Tag. Bis dann. Tschüss.